Ja, eine interessante Meldung habe ich in der Zeitung gelesen, und zwar, ein bisschen kryptisch der Satz, dass Autos dürfen keine Hunde und Katzen nachmachen. War mir jetzt neu gewesen, dass das gängige Praxis ist. Aber ich habe dann das gemacht, was man immer machen muss, bevor man Blätter herredet. Ich habe den Zeitungsartikel zu Ende gelesen. Und da ist dann dabei rausgekommen, dass da Elektroautos gemeint sind, weil die sind ja geräuschlos. Und man wird praktisch von Elektroautos, wenn da eins kommt, wirst du praktisch zuerst überfahren und dann erschrickst erst. Ja? Und das ist ja die falsche Reihenfolge. Ja? Man muss ja immer zuerst erschrecken vom Fahrzeug lernen und dann muss man überfahren werden. Das ist die richtige Reihenfolge. Und von dem her ist es unbestritten, dass ein Fahrzeug aus Sicherheitsgründen natürlich Geräusche von sich geben muss. Aber warum das keine Tiergeräusche sei, dafür verstehe ich nicht. Weil ich darf das netter finden, wenn man vor einem Auto überfahren wird, das wie ein Tier klingt. Nein, wirklich, finde ich viel netter. Aber muss jeder für sich entscheiden, urteilen Sie selbst, schauen Sie sich das einmal an.